Dann ja, wir haben es geschafft. Die Minecraft-Loser sind in der Hölle von Minecraft angekommen und wir müssen hier wirklich vorsichtig sein, Danja. Was ist denn das da drüben? Danja, ich bin auch das erste Mal hier. Magma, so. Magma. Jetzt muss ich natürlich sagen, oh, ich bin auch schon hier. Ja, ja, alles klar. Direkt reingelaufen, sehr gut, ausgezeichnet. Das ging schnell. Genau, ich auch direkt. Raus. Ja. Ich auch direkt. Aber danke, sehr gut, dass du dich über mich lustig gemacht hast. Ja, aber guck mal, es nervt schon. Du bist da und direkt stirbst du. Mann, ey, was ist denn dein Problem jetzt? Ja, ich hab doch gar nichts gemacht. Es kann halt mal passieren. Du musst weiter, du musst weiter. Ich kann, Mann! Stell dich doch nicht mehr in den Weg! Es ist unfassbar. Jetzt mal ehrlich! Yo, was läuft? Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Minecraft Loser mit Danja. Hallo, hello. Danja. Guten Tag. Ja, guten Leute, Tag. Es ist soweit. Wir haben es angekündigt. Wir werden heute durch das Portal gehen in die Hölle werden mal gucken, was wir da so ja erreichen werden oder nicht erreichen werden. So, dafür, achso, die Katzen sind auch eingezogen, habt ihr mitbekommen? Ich habe keine Diamanten gefunden, aber ich habe es endlich hinbekommen, meine Infoseite sozusagen, um zu gucken, okay, auf welcher Höhe bin ich. Das habe ich jetzt auch mal rausgefunden. So, gerade bin ich auf Höhe, das können wir bei Block sehen, darüber die Koordinaten, aber wir sind gerade auf der Höhe 87 dann, ja. Okay. Und jetzt so gehen wir auf Höhe. Nur, Hölle. Keine Ahnung. Es geht jetzt einfach nur darum, wir wollen jetzt durch das Portal. So, wir lassen vieles hier dann, ja? Mhm. Wir nehmen erstmal nur mal das Nötigste mit. Das heißt, soll ich das Goldwerkzeug drin lassen? Nein, kannst du ruhig mitnehmen. Ich weiß halt nicht. Also, jeder von uns nimmt jetzt ein Goldwerkzeug, ein Goldschwert. Nimm mal bitte die verzauberte Rüstung. Bist du sicher, dass ich die nehmen ja soll? Ja. So, meine Rüstung packe ich dann. Warte, ich packe erstmal die Sachen hier, die ich nicht brauche. So, Holz könnten wir gebrauchen, falls wir weitere Werkzeuge unten machen wollen. Werkbank nehmen wir mit. Faden brauche ich jetzt, glaube ich, nicht. Feuerzeug nehme ich mit. Knochen lasse ich hier. Hasenpfote, keine Ahnung, ob ich das brauche. Ofen. Ich hatte doch mal so eine komplette Kiste gemacht mit Werkzeug. Wo ist denn das alles hin? Das war hier vorne, Danja. Das war diese Kiste hier. Aber die ist das halt schon komplett aufgebraucht? Ja. Danja, du hast. Alter, hast du eine Hose schon in Gold? Ja. Ist die auch verzaubert? Ja. Und dann kann ich ja auch hier eine nehmen. So, Eisenrüstung lasse ich jetzt mal hier. Dann kümmere ich mich mal einmal darum. Ich bin komplett in Gold. Wir haben unsere. Ich hätte gerne noch mal eine Steinspitzhacke mitgenommen. Eine ja, ich mach mal ein paar aus Eisen, okay? Aus Eisen, okay, ja, dann mach ein paar aus Eisen. Weil wir haben genügend Eisen. Ich mach mal 4 Stück insgesamt. Schild, wir brauchen auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob du. Hast du ein Schild? Ja, ich habe ein Schild. Okay, ich hatte keins aus dem Grund. Gut, ich packe hier noch die Eisenspitzhacken rein, die kannst du dir rausholen. Auf jeden Fall bitte Bogen mitnehmen. Ja. Und ich nehme auch ein paar Pfeile mit, ich lasse auch ein paar hier, weil die werden wir auch brauchen. Falls wir Lohnstaub bekommen wollen, dann brauchen wir definitiv Pfeile. Die Lohn, die sind meistens in der Luft. Ich nehme Goldbarren mit, Bett brauchen wir jetzt nicht mitnehmen. Ich bin gerade ein bisschen überfragt. Was zu essen haben wir? Hast du noch Brot gemacht eigentlich? Ja, habe ich. Also hier, du kannst ja das Brot mitnehmen, was hier drin ist von mir aus. Ich habe 20 Perfekt. Brot dabei. Ja, ich habe 47 jetzt. Ja, dann ist ja gut. Dann hast du ja genug. Okay, alles klar. Ich schaue noch mal. Ich habe noch eine zweite Werkbank, falls du eine brauchst. Ich habe auch eine, ich habe einen Ofen dabei, ich habe Kohle dabei, wir haben Holz. Holz habe ich jetzt aber gerade nicht so viel. Hast du viel Holz dabei? Ich habe gar kein Holz dabei. Okay, vielleicht sollten wir. Ach so, hier ist noch Holz. Alles klar, wir haben genügend Holz. Das sollte reichen. Wie gesagt, Betten und sowas nehmen wir jetzt nicht mit. Okay, wollen wir denn mal los? Ich glaube. Ah, warte, ich würde noch einen Eimer sollten mitnehmen. Sollten wir vielleicht. Ich mach mal noch ein paar Fackeln, weil wir sollten uns doch einen Weg machen. Ja, mach mal. So, ich habe jetzt mal. So, ich habe jetzt mal ganz viele Fackeln gemacht. Mit denen können wir uns dann halt einen Weg markieren. Okay, ich glaube, so langsam sind wir dann auch soweit dann, ja? Ja, wir werden eh sterben. Warum? Also versuchen wir heute die ganze Folge. Also wichtig ist dann ja, bevor wir jetzt reingehen, wir greifen erstmal niemanden an. Also besonders diese Schweinezombies, die greifen wir nicht an, weil.
rein theoretisch müssten wir jetzt eigentlich sicher sein. Aber es gibt natürlich andere Kreaturen, die uns angreifen können. Wir versuchen auch nicht allzu weit vom... ich nehme mir trotzdem mal Sand mit, weil, falls wir vom Portal weggehen wollen, dass das nicht zu weit weg ist, dass wir auch den Weg zurückfinden, okay? Ja, dafür habe ich ja Fackeln gemacht auch. Ja, aber die Fackeln wirst du gleich sehen, die werden dir nicht so viel bringen unten, weil die erkennt man nicht so gut. Ach so, okay, dann so, springen wir jetzt Leute, da rein, ja? Leute, es ist soweit. Ja, du musst hier drinnen stehen bleiben. Dann wirst du hierhin teleportiert. Leute, es ist soweit. Wir sind von der Oberwelt das erste Mal jetzt. Oh mein Gott, es ist soweit. Leute, es ist soweit. Danja, wir haben es geschafft. Die Minecraft-Loser sind in der Hölle von Minecraft angekommen. Und wir müssen hier wirklich vorsichtig sein, Danja. Weiß ich ja nicht, ey, weiß ich ja nicht. Also, es sieht auf jeden Fall sehr, sehr cool aus. Guckt euch das mal bitte an. Also, was auch hier gibt es... Was ist das da drüben? Danja, ich bin auch das erste Mal hier. Achso, ich dachte, du warst ja schon mal. Ich bin auch doch das erste Mal hier. Okay, so. Okay, es gibt hier so Magma-Blöcke. Kannst du die sehen? Ja. Guck mal, siehst du die? Sind wie die Schleimis, aber nur in Magma. So, Magma. Jetzt muss ich natürlich sagen, oh, ich bin auch schon hier. Ja, alles klar. Direkt reingelaufen, sehr gut, ausgezeichnet. Das ging schnell. Hallo, ist doch jetzt mal gut. Sag mir nicht, ich werde jetzt hier sterben. Also das wäre jetzt echt ein bisschen wild. Ja, ich warte jetzt erstmal. Aber die Frage ist, okay, komm, lass uns doch mal hier lang gehen. Ja, Danja. Genau. Ich auch direkt. Ja. Ich auch direkt. Aber danke, sehr dass du dich über mich lustig gemacht hast. Ja, das war jetzt meine Retourkutsche dafür auf jeden Fall. Ja, toll, warum bin ich jetzt gestorben und du nicht? Oh, Danja, okay. Mach schnell, komm einfach durch das Portal wieder. Deine Sachen sind noch hier. Ja, ich komme ja schon. Aber warum bin ich denn jetzt gestorben und du nicht? Ich hab noch ich hab noch was gegessen. Ja, ich war auch gerade dabei. Voll gemein, ey. Okay, komm einfach durch das Portal bitte hier. Ja, wieder. Ich bin ja schon wieder da. Jetzt geh andere Seite. Ja, es ist doch gut, mein... Ja, aber guck mal, es nervt schon. Du bist da und direkt stirbst du. Mann, ey, was ist denn dein Problem jetzt? Ja, ich hab doch Problem. Gar nichts gemacht. Es kann halt mal passieren. Du musst weiter. Ich kann, Mann! Stell dich doch nicht mehr in den Weg! Es ist unfassbar. Jetzt mal ehrlich, warum stellst du dich denn auch genau dahin, wo ich lang muss? Also jetzt mal, es kann doch nicht dein Ernst sein. Ich schwöre, ich krieg zu viel. Nein, ich krieg zu viel. Lass mich doch meine Sachen einsammeln und latsch nicht in meinem Weg rum und geh mir nicht auf die Nerven. Und dann tust du wieder so, als wäre es meine Schuld. Dabei springst du genau dahin, wo du genau siehst, dass mein Kram liegt. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Also ehrlich mal. Okay, was können wir hier eigentlich abbauen? Nicht. Was bauen wir hier eigentlich ab? Was ist das? Basalt. Okay, kann man damit was machen? Wahrscheinlich nicht. Oh Gott, das baue ich lieber nicht ab. Was haben wir hier? Das ist auch Basalt. Mann, okay. Ey. So. Okay, Huch, aber. Du hast hier rechts noch einen Helm vergessen. Ja, bring mir den doch gerade mit, bitte. Ich hab auch ganz viel nicht mehr. Und ich habe zum Beispiel keine Werkzeuge mehr und so und auch mein Essen ist weg. Hast du mir meinen Stuff mitgebracht? Hast du den wenigstens eingesammelt dann? Hier ist nur dein Helm. So, jetzt kümmere dich bitte. Hier wo unten ist dein Helm. Hier unten. So, ich gebe dir jetzt eine Eisenspitzhacke. Obwohl ich das nicht machen muss, mache ich das. Ja, ich brauche keine... Ja. Mach. Brauchst du oder brauchst du nicht? Doch, brauche ich. Ja, hier unten. Mein Harnisch schlagt da auch nicht mehr. Du hast auch nichts von mir eingesammelt, ja? Nö. Ja, danke, dass du meine Sachen hast einfach wegdingsen lassen. Ja, aber wenn ich sie einsammle, muss ich sie auch wieder... Ach, dann ja. Deine eigene Schuld. So, hier, guck mal, hier unten. Du musst nach unten. Ja, es ist immer meine Schuld, ne? Es ist natürlich deine Schuld. Es ist nicht meine Schuld. Du hast mich gerade ganz klar in die Lava geschubst. Ja, toll. Ja, sehr gut. Also dein Kram wird jetzt halt... Ja, Mann, ich hasse es. Ich schwöre es dir, ich hasse es. Jetzt ist mein ganzes Zeug weg. Ich konnte jetzt nicht einsammeln, weil du bist ja... Also, das... Ja. Ey, wir sind einfach eine Minute in dieser Unterwelt, in dieser Hölle und... Wir kriegen es nicht gebacken, weil ich einfach überall in Lava falle. Yep. Ja, danke. Jetzt wo muss er denn, was machen wir denn hier eigentlich? Was ist denn jetzt hier unsere Mission normalerweise, eigentlich? Normalerweise kann man ja gut, dass du, also normalerweise kann man hier auch gewisse Sachen sammeln, um später zum Endportal zu kommen, so habe ich es verstanden. Okay. Aber man kann auch, glaube ich, ohne, aber da braucht man sehr viel Glück. Okay, all meine Sachen sind weg. Ja, die sind leider alle verbrannt. Da konnte ich leider auch nichts einsammeln davon.
Ja, toll. Wirst du eigentlich angegriffen? Nein, ich werde nicht angegriffen. Jetzt bin ich schon. Das ist aber auch ehrlich, das ist auch. Ich krieg die Krise. Ich schwör's, ich krieg langsam die Krise. Ja. Glaube ich dir, ist nervig. Jetzt haben wir alle Goldbarren verloren und. Oh. Warum hattest du denn alle Goldbarren dabei? Was ist das denn für eine dumme Idee gewesen? Du hast nicht ernsthaft alle Goldbarren mit hier runtergenommen. Also manchmal zweifle ich echt an deinem Urteilsvermögen, Kahn. Das ist ja nicht zu fassen. Du kannst nimmst alle Goldbarren mit in die Hölle. Du kannst einfach mal ruhig sein. Alle. Alle hast du mit in die Hölle genommen. Ist es dein Ernst? Wow. Nerv mich nicht. Okay. Ja, also keine Ahnung. Manchmal will sie ja echt auch nicht weiter. So, ich komme jetzt wieder rein. Mach das. Warum ist denn direkt beim Portal so viel Lava? Ehrlich, ich krieg zu viel. Wirst du eigentlich angegriffen? Sorry, ich habe dich schon gefragt, aber ich weiß nein, es nicht. Nein, werde ich nicht. Okay, sehr gut. Ich weiß nicht, was das hier ist. Aber ich werde es mal versuchen abzubauen. Was ist das? Leuchtsteinstaub. Oh, 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 da ist ein Gast. Ein Bär? Dieses Geschöpf, was fliegt. Werde ich angegriffen? Ich glaube nicht. So, ich gehe jetzt erstmal rüber in Richtung dieser roten Sachen. Ich glaube aber, dass ich von diesen Kreaturen gleich angegriffen werde, von den Schweinezombies. Also ich habe irgendwelchen Leuchtsteinstaub gesammelt. Ja, das ist gut. Aber das ist kein Lohnstaub, ne? Nee, Leuchtsteinstaub. Okay, alles klar. Okay, so jetzt bin ich hier auch mal ein bisschen. Oh, schon ein bisschen creepy hier. Ich hab gar nichts zu essen mitgenommen. Weil ich auch gar nichts mehr habe. Okay, was ist das? Okay, Quarzer. Schnapp ich mir jetzt einfach mal, weil es anscheinend dadurch auch Erfahrungspunkte gibt. Ich habe vollkommen vercheckt, mir hier Fackeln hinzustellen. Pack hier ein bisschen Sand hin und hoffe, dass das hier nicht kaputt geht. Ist das Gold, was man hier findet? Oh, ich glaube, ich darf das nicht abbauen, oder? Glaub, warum darfst du das nicht abbauen? Ja, weil, also die Liebe zu Gold dieser Wesen ist halt schon extrem. Okay. Ich weiß nicht, ob ich hier Gold abbauen darf. Aber ich habe es jetzt nö, es geht eigentlich. Okay. Boah, also es gibt hier auch eine Art Festung und sowas, glaube ich. Da können wir rein dann ja. Und da okay, können wir dann Lohnstaub bekommen. Okay, ich habe noch keine Festung gefunden. Also, und da sind auch Truhen und so drin, wo wir Diamanten und so finden. Aber die sind meistens... Hast du denn schon eine Festung gefunden? Nee, bisher noch nicht. Ich weiß auch nicht, bei welchen. Denn? Also du wirst schon sehen, die haben halt eine... Die haben eine vernünftige Struktur. Sonst hat hier ja fast gar nichts, sag ich mal, eine vernünftige Struktur. Oh, bitte nicht. Also ich höre die ganze Zeit was, Leute, und das ist überhaupt nicht gut. Das ist einfach hier mein Weg. Boah, wo könnte das sein? Ich habe auch keine Indizien dafür, wo wir das finden könnten. Danja und Kahn auf ihrem Weg durch die Hölle. Ja. Begleiten Sie uns auf eine abenteuerliche Reise. Was ist das denn da? Ist das Redstone oder was ist denn das? Da? Ich glaube, Redstone finden wir hier nicht, aber es kann sein, ich weiß es nicht. Ey, ich weiß nicht, was das ist. Es ist rot halt. Ja, hier ist alles rot. Es ist anderes Rot, Mann. Okay, Danja, hast du denn soweit... Nee, das ist Nether Rock. Okay. Nether Rocks. Ah ja, trotzdem mitnehmen, oder? Ja, mach ruhig mit, wir haben ja Platz. Kann nicht schaden. Ja, wir haben ja Platz. Platz haben wir ja wohl. Schwarzstein, Basalt. Aha, okay. Ja, also ich habe nur das Gefühl, wir finden hier nichts zu essen, ne? Ja, auf jeden Fall. Das hätten wir halt mitnehmen müssen, ne? Aber... Also ja, haben wir ja prinzipiell auch irgendwie gemacht, aber... Oh Gott. Doch, hier ist ein Pilz! Ja, oder? Ich weiß aber nicht, ob du die essen solltest, Danja. Warum? Ich esse den jetzt einfach. Brauner Pilz? Oh. Hoch.
doch essen, oder nicht? Ja, mach mal. So, ich baue mich mal hier runter. Oh, ich habe keine Ahnung, was wir hier machen, Mann. Leute, ihr müsst uns mal unbedingt reinschreiben, so wie ich hier Lohnstaub finde. Ich kann die nicht essen. Sind wir nur hier für diesen Staub, Mann? Ja, aber das ist schon wichtig, glaube ich. Und ich weiß nicht, vielleicht, ob man hier... Kann man hier auch Enderaugen finden? Ich weiß es gar nicht. Sind hier wegen Staub. Nicht. Wegen Staub. Kannst du die Pilze eigentlich jetzt essen? Nein, die kann man nicht essen. Ja, ich überlege, ob ich die vielleicht einfach mal hier koche. Vielleicht kann ich sie ja dann essen. Oh, jetzt habe ich natürlich nichts dabei, womit ich das anbradeln kann. Ich habe kein Holz oder so. Okay, wir haben hier auf jeden Fall einen Lavasee. So. Wir haben sehr viel Gold. Warum ist hier so viel Gold? Gold hast du gefunden? Ich habe kein Gold gefunden. Also du musst mal gucken, hier ist wirklich sehr, sehr viel Gold. Und zumindest Goldklumpen können wir davon abbauen. Die können wir dann, glaube ich, auch zu Goldbarren noch machen. Ich glaube, dafür brauche ich jetzt... Ja, also hier unten ist es definitiv mal ein bisschen friedlicher als da, wo wir sonst so rumlaufen. Das kann man auf jeden Fall schon mal so festhalten. Boah, ich bin so blöd. Ich mache mir genau das, was ich schon habe, ey. Oh. Top. Bin ich immer so blöd. Okay, dann laufe ich mal weiter. Ich packe hier auch alles so weit hier hin, damit ich auch weiß, wo ich hin muss. Aber ich habe das Gefühl, hier bin ich jetzt erstmal nicht richtig. Ich bin die ganze Zeit irgendwelchen Wänden lang am Laufen. Keine Ahnung. Hä? Bin ich denn, ey? Keine Ahnung, was ich hier mache. Kann ich hier unten auch Fäden irgendwie was mitnehmen sollen, dass wir hier Portal hinstellen können, wenn wir irgendwo was gefunden haben? Ja, aber wir müssen ja zu unserem Portal zurück. Ja, können wir nicht einfach ein anderes hier unten bauen? Aber so viel Obsidian hatten wir jetzt nicht. Ja, warum hast du nicht mehr gemacht? Das ist doch Daniel, einfach. Ich boxe dich hier gleich durch den Bildschirm. Du kannst mich nicht durch den Bildschirm boxen. Ja. Wir müssen noch, ich glaube, ich muss zu diesem Wesen, zu dem Ghast. Weiß ich dann ungefähr, wo was ist, aber ich habe kein Schwert, gar nichts. Aber ich habe zumindestens... Okay, hier muss ich später wieder hoch. Ich gehe mal in diese Richtung. Das ist mal schön, hier so Zombies zu sehen, die einen nicht angreifen. Ja, ist mal nett, gell? Einfach nur, weil wir die Liebe zu Gold teilen, oder was? Das finde ich echt ein bisschen wild. Also hier sind noch andere Pilze. Das ist ein roter Pilz, aber kann ich irgendwie auch nicht essen. Ja, solltest du vielleicht auch nicht. Also keine Ahnung, das ist hier alles irgendwie schon sehr verwirrend. Also was passiert eigentlich, wenn ich dahin Goldbarren werfe? Passiert da was? Schön, dass Kahn die ganze Zeit Goldbarren findet. Ich finde nur irgendwelche Leuchtepulver, finde ich. Viel davon dafür. Und nach was suchen wir nochmal? Nach was für Staub? Lohnstaub müsste das sein. Ah! Verdammt! 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 Ja. Ja, die Sachen sind alle weg. Upsi Daisy. Also, wir haben ja noch eine Goldhose, die kann ich mir ja anziehen. Ich habe hier auch noch einen Eisenharnisch, den kann ich mir ja auch... Obwohl ich den ja eigentlich überhaupt nicht brauche. Ich brauche nur irgendwas aus Gold, ne? Damit die mich nicht angreifen. Ich muss ja nicht mal stark geschützt sein, oder? Ich weiß gar nicht, auch ohne Gold, ob die... Weil ich hatte, glaube ich, gerade auch kein Gold und wurde trotzdem nicht angegriffen. Oder habe ich mir das eingebildet? Es kann sein, dass du halt irgendwas trotzdem anhast, ne? Also, ja, ich werde einfach mal die Hose anziehen trotzdem. Man weiß ja nie. Ja, Kinders, beruhigt euch, okay? Wir sind jetzt gerade auf dem Weg in die Hölle, um dort keine Ahnung was zu machen. Hast du vorher mal gegoogelt, Hölle, Minecraft, was kann man da machen? Ja, ich hab extra gegoogelt, aber denkst du, das hilft dir? Ja, keine Ahnung, Mann. Ich würde es mal hoffen. Ich bin hier die ganze Zeit unseren Überlebensmodus am googeln und trotzdem hilft mir das nicht weiter.
Hätte ja sein können. Und was für eine Ausrüstung wir hier unten sind. Ja, wir laufen tatsächlich auch einfach rum wie der letzte Heinz, ne? Muss man schon mal so sagen. Also ich gehe jetzt ultra schlecht ausgerüstet, nur mit Futter bewaffnet mal dahin, weil was will ich sonst machen? Ist ja wurscht. Wenn ich es zurückschaffe, schaffe ich es zurück. Und wenn ich es nicht zurückschaffe, dann ist es halt so. Ist auch doof. Dann habe ich zumindest nicht einen Haufen Kram verbraten. Was? Ach, guck mal, da bist du das? Ich dachte gerade, du wärst das dann, ja. Nein, ich bin tot gewesen. Weil hier jemand in Gold ist, aber ja, das ist anscheinend. Okay, hier ist ein neues Biom. Oh, das ist ein Wald. Wie jetzt, du bist im Wald. Ich bin im Wald, ja. Wie bist du denn jetzt in den Wald gekommen? Frag mich nicht wie, aber ich bin hier irgendwie reingekommen. So, was ist das denn für Holz, was ich hier baue? Ach je, wir haben ja gar kein Brot mehr. Haben wir das alles verbrannt? Karmesinbretter habe ich jetzt. Und das gilt als Holz. Wir haben nichts mehr zu futtern. Gibt's ja nicht. Du okay, kannst doch aufs Haus. Ja, ich war ja auch im Haus. Ich habe jetzt Brot gemacht. Ich habe jetzt nur noch dreimal Brot. Das habe ich jetzt dabei. Ja, super. Der Rest muss erst noch wachsen. I'm coming! Okay, hier ist ein weiterer Pilz. Ach, dieses... Das so wobbelig ist. Das verwirrt mich voll. Okay. Ah ja, du hast dir hier mit Sand, hast du dir hier ja gezeigt, wo du langgelaufen bist, gell? Ja, so ein bisschen, aber ich habe das Gefühl, erstens habe ich gleich keinen Sand mehr und zweitens habe ich nicht das Gefühl, dass ich hier... jemals wieder rausfinde? Ja. Soll ich einfach mal in exakt die andere Richtung laufen, als du, in die du gelaufen bist? Brauchst du nicht, alles gut. Mache ich aber jetzt mal. Also kannst du ruhig machen. Dass ich das nicht brauche... Wenn ich hier einmal irgendwo reinfalle, dann bin ich sofort tot. Schon echt alles ganz schön creepy, muss man sagen. Oh, jetzt hat er kurz Ängstalle bekommen. Alter. Das war ja jetzt so eine knappe Kiste bei mir. Leute, wenn ich jetzt eins weitergemacht hätte, dann wäre ich direkt runtergeklatscht. Dann wäre hier direkt schon wieder Ende Gelände gewesen. Ich habe auch gar keine Fackeln mehr. Das bringt mir alles überhaupt nicht hier. Pilzlicht, okay. Mann, das Problem ist, ich weiß nicht, wie ich da runterkommen soll. Was macht ein Skelett hier? Was macht ein Skelett hier? Greift es dich denn an? Ja, natürlich. Achso. Ja, keine Ahnung. Die anderen sind ja auch cool und greifen uns nicht an. Ja, das ist komisch. Oh, hier ist jetzt... Ich habe ein neues Biom wieder. Hä, was findest du denn hier alles für Biome? Ich bin hier die ganze Zeit irgendwo... sitze hier fest in der Hölle. Sieht hier echt alles nicht so nach... Ey, hier sind Knochenblöcke. Boah, kann man ganz viel Knochen... Boah, mit diesen Knochenblöcken kann man ja ganz viel Knochenmehl machen. Let's go. Damit können wir uns dann Brot wieder machen. Ich musste safe zurückschaffen. Boah, wir haben einfach schon über 80 Knochenmehl. Das wäre natürlich super für unseren kleinen Garten. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich hier rauskomme. Einfach weil ich habe gar nichts zu essen, Leute. Und hier sind überall Skelette. Er scheint halt deren Spot zu sein. Wie langsam ich auf einmal geworden bin. Warum ich denn so langsam auf einmal? Ich würde irgendwie gerne fliegen, aber ich kann halt nicht fliegen. Ja, dafür brauchen wir so Flügel. Okay, ich versuche vielleicht... Wäre, glaube ich, echt nicht dumm gewesen, wenn wir sowas gehabt hätten vorher. Was bist du? Hier ist ein Wildschwein. Okay. Ja, und das greift mich auch an. Und ich bin auch gleich tot. Okay, top. Ja. Ja, das war's. Ja, von Hoglin. Ausgezeichnet. Einem Hoglin. Wie heißt er? Hoglin oder Hoglin. Ja, super. Perfekt. Und ich bin wieder. Gold. Ich bin wieder hier und ich habe wieder gar nichts. So, ich werde jetzt dieses Gold hier einsammeln. Jetzt kommt da Lava raus. Och, je. Immer diese Lava, die hier überall durchfließt. Das ist ja furchtbar. Also jetzt mal ehrlich. Was soll denn das immer? Ja, fließ mal weg, Kollege von der Fußflieg. Hier mal immer diese ganze Lava einsperren.
Mann. Und was ist denn das da eigentlich? Das ist so weißlich. Was ist denn das? Oh, jetzt ist es verbrannt. Ups, ich hätte vielleicht erst die Lava wegschirmen sollen. Ups. Mann! Aber da ist noch was davon. Das nervt. Ich mache jetzt hier erstmal die Lava. Die werde ich erstmal eindingseln. Okay, was ist das hier? Was ist das? Netherquarz, okay. Ich baue das mal ab. Ich nehme das mal mit. Ich bringe das jetzt gleich erstmal, rüber. Ich bringe das jetzt gleich erstmal durchs Portal, damit das hier nicht gleich wieder alles weg ist. Weil wir haben ja jetzt gesehen, zu weit voranschreiten bringt uns auch nichts. Denn dann wird ja hier gestorben, ne? So. Bringen wir das hier einfach mal wieder weg. Okay. Gut. Also, ich habe jetzt hier irgend so einen Netherquarz. Bringe ich mal hier hin. Oh, bist du wieder zurück? Rein auch immer. Ja, ja. Ich bringe mal ein paar Sachen vorbei, die ich jetzt mitgebracht habe. Sehr gut, Tanja. Sehr gut. Weil ich mir dachte, bevor ich die jetzt wieder verliere, bringe ich sie einfach mal rum. So, dann nehme ich mir hier so ein bisschen Schieferzeugs mit. Bruchtiefenschiefer, den brauchen wir ja für sonst, glaube ich, exakt gar nichts. Und dann gehe ich wieder rein. Tschüssi. Ja, ich komme mit. Also Leute, bitte schreibt in die Kommentare, was wir jetzt... Was soll man hier machen? Was ist hier jetzt haben? Hier eine Phase? Ich glaube, wir haben auch schon ein paar Tage verschlafen. Also meinst du... Oh, dieses Gewebbel, das ist überhaupt nicht gut für meine Augen, hör mal. Ja, also bei mir geht es noch. Einfach nicht hinschauen. Ja, einfach nicht hinschauen. So. Okay, dann ja. Also ich würde ganz gerne wieder Richtung... Richtung Wald? Richtung Knochenmehl, weil das war schon echt gut. Und dann könnten wir was für unsere Farm sozusagen bekommen. Ja. Ich muss jetzt nur noch mal den Weg dahin finden. Oh, sorry. Weißt du noch, wo du lang gegangen bist? War das irgendwo hier? Ich bin auf jeden Fall rechts rumgegangen. Also hier durch diese Gegend bin ich gelaufen. Okay, und die greifen einen hier aber auch nicht an, ne? Also ich werde gerade nicht angegriffen, nö. Gut, doch, ich werde angegriffen. Nicht doch, Skelette. Wo? Nein, das war ich kein Skelett, das war die Armbrust. Ich habe einen Pfeil gehört. Ach so. Ah, du hast halt nichts Goldenes an dir. Deshalb greift es dich an. Ja, ich glaube, die greifen mich an. Weil der hier, der greift mich nicht an. Ja. Dann, mich auch nicht. Baue ich vielleicht mal was Goldenes hier ab. Oh, guck mal, siehst du? Da ist dieser Gas. Siehst du den? Oh, der greift auch an mit so Feuerbällen. Huch. Ah, ja. Was mit ihm denn? Ja. Okay. Der greift uns halt an. Okay. Wah! Vorsicht, Tanja. Ja, ich gehe schon. Wo soll ich hin? Ja, dafür braucht man halt Pfeil und Bogen, aber ich habe keinen Bogen mehr. Warum klingen die eigentlich wie Schweine? Weiß ich nicht. Hier klingen viele so wie Schweine, ne? Ja. Oh! Ja, ich sollte vielleicht mal so langsam hier abhauen. Also das ist ja echt ein bisschen schlimm hier. Okay, ich bin. Aber dieser Guest greift hier halt alles an, ne? Nicht nur. Ja, ich bin auch gleich. Ja, toll. Ich hab. Keine Chance. Also mit dieser Ausrüstung hast du echt keine Chance gefühlt. Der kann dich ja gar nicht ausstehen. Nö. Ja, aber ist doch nett hier unten. Ja, super nett. Haben wir auch mal wieder was Neues gesehen? Naja, immer mal wieder was Schönes Neues. Ist doch hübsch. Keine Ahnung, was man mit Netherquarz machen kann. Ich nehme es einfach mal mit.
Da, ach, da oben, guck mal, hier ist noch so ein bisschen Gold. So, das nehme ich noch mit. Ist doch schick, gell? Ist doch nett. Kann man doch mal mitnehmen. Ach, guck mal, hier ist wieder so ein kleines Pilzchen. Aber die kann man nicht essen hier, die Pilze. Also irgendwas scheint mit denen zu sein. Die darf man auf jeden Fall nicht vernaschen. Ich muss eigentlich in diese Richtung. Oh, jetzt ist der hier die ganze Zeit. Ich krieg die Krise. Kannst du mich nicht in Ruhe lassen? Ist ein Problem. Meint ihr, brennt's wegen eurem Konflikt, Kahn? Könnt ihr euch vielleicht auch einfach mal vertragen? Ich habe gar keinen Konflikt mit diesem Typen. Ja, und warum rastet der dann immer so extrem aus, wenn er dich sieht? Ey, Leute, ihr müsst mir helfen, bitte. Es ist so schlimm. Was soll ich jetzt? Zieh dir doch einfach was Goldenes an. Ja, damit funktioniert das hier aber nicht. Okay, Leute. Ja, also mich hat keiner angegriffen. Ich bleib jetzt noch da, aber ich habe das Gefühl, das bringt gar nichts. Weil ich habe jetzt auch nichts mehr. Und unsere ganze Rüstung wird da drauf gehen. Ja, wir brauchen einen anderen Plan. Ich muss mit einer vollen Diamantausrüstung mal dahin. Aber ich glaube, was willst du denn mit einer vollen Diamantausrüstung? Ich weiß es doch nicht, Daniel. Ich habe doch keine Ahnung. Was willst du denn hier mit einer Diamantausrüstung? Du sollst dir eine Goldausrüstung nehmen, damit dich die Gegner in Ruhe lassen. Daniel, ich bin doch auch das erste Mal da unten. Ja, aber guck mal, Kahn, was willst du jetzt eine Diamantausrüstung hier runterbringen, damit du die dann in der Lava verzapfst? Da muss ich jetzt mal hier intervenieren. Du machst doch keine wertvolle Diamantausrüstung. Nein, ich habe sowieso noch keine Diamanten gefunden, also chill. Und verwurstelst die dann hier in der Lava? Wir haben noch nicht mal Holz. Wir haben alles verloren, nur in dieser Folge. Wir haben alles verloren, was wir uns aufgebaut haben. Nein, wir haben noch unsere Katzen, du musst es ja nicht direkt übertreiben. Ja, aber zumindestens, ne? Unsere Ressourcen, unsere wertvollen Ressourcen. Naja, das ist halt manchmal okay, so. Das heißt, wir müssen uns besser vorbereiten. Also diese Folge, die war ja absoluter Flop für uns. Och, naja, ist halt so, ne? Es war ja klar, dass wir sterben. Also für mich war das nicht klar. Ich sehe gerade nicht so viel, leider. Das ist ein bisschen mein Problem gerade. Also ich dachte mir, hey, vielleicht können wir zumindest das Knochenmehl ein bisschen mitnehmen, aber nö. Ich sehe überhaupt nicht. Oh, Alter, ich sehe nicht. Oh. Keine Ahnung, ey. Ich habe mich, glaube ich, hier irgendwo eingebaut, aber... Oh. In welchen Felsen bin ich denn jetzt hier reingeraten? Ich werde jetzt nicht ins Portal gehen, sondern ich werde jetzt ein bisschen was suchen. So, auf Höhe minus 15 müsste das, glaube ich, sein, oder 52. Dementsprechend werde ich erstmal wieder... sehe hier nicht. In meine Höhle gehen. Mann, ich habe Schilder verloren. Ich habe alles verloren, Danja. Es ist ja gut, jetzt kann jetzt hör auf zu heulen. Ich habe mich jetzt hier auch verlaufen. Das macht mich jetzt schon ein bisschen traurig. So, das heißt, Leute, wir müssen uns definitiv ein bisschen besser vorbereiten auf diese ganze Folge. Ja. Die müssen Hölle wir nicht echt halt eigentlich einfach nur... Wirklich ein Höllentrip? Ich glaube, ich habe hier gleich wirklich ein ernsthaftes Problem. Das wäre... Oh, verdammt. Ich habe mich irgendwo eingebaut und meine Axt ist gleich kaputt. Sehr gut, Danja. Und ich komme nicht mehr raus, weil ich einfach nichts sehe. Ich habe auch nichts zu essen, gar nichts, ey. Verdammt, ey. Muss ich schon wieder das Dorf dahin bringen. Okay, das ist jetzt echt doof. Okay, hier sehe ich erstmal wieder was. Boah, das war jetzt knapp. Denn ich würde jetzt nämlich ganz gerne wieder zurückgehen. Und ich würde gerne hier den Quarz und das Gold, was ich jetzt geholt habe, das würde ich ganz gerne zur Base bringen. Ja, mach mal. Okay, ich bin jetzt auf Höhe 57. Ich muss deutlich weiter runter. Aber ich brauche definitiv... Kohle. Ja, Leute.
Also der Trip in die Unterwelt, in die Hölle, sie war nicht so gut. Hätte schlimmer sein können, findest du nicht? Ja, schon ein bisschen, aber der Anfang war halt echt nicht gut, ne? Naja. Aller Anfang ist schwer, auch für uns. Ha, was ist denn das da unten? Sind das diese Blöcke da oder was? Diese komischen. Okay, ich bin jetzt hier bei. Ja, ich würde gerne diese Leuchtedinger. Das würde ich gerne mal noch was mitbringen. Ja, sehr gut. Jetzt ist meine Pickaxe kaputt und ich habe keinen Stein dabei. Das ist natürlich ein bisschen doof. Das tut jetzt wahrscheinlich jedem hier in der Seele weh, aber... Okay, ich bin jetzt hier bei minus 22. Also ich glaube minus 15 war es. Ich bin mir aber gerade nicht sicher. Was denn, Freunde? Braucht ihr auch einen Weg nach oben, oder was? Ihr seid ja süß. Das sind ja richtig süße Mausis, ey. Och, die Armen. Hat ich dich hier gebaut? Okay. Verdammt, ich hab mich verlaufen. Ey, wollen wir uns anfreunden, oder was? Oh Mann, dieses Schweinchen folgt mir. Der hat mir gerade die ganze Zeit gefolgt. Voll der Süße. Ja. Okay. Also mein Problem ist gerade, dass ich mich ein bisschen verlaufen habe. Ja, ist okay dann, ja. Ich werde weiter erstmal Ressourcen für uns finden. Weil wir haben ja alle verloren. Ja. Ja, wäre, glaube ich, keine so schlechte Idee. Warte, ich schau noch mal. Wir hätten halt echt mit nichts hier reingehen sollen, bin ich ganz ehrlich. Einfach nur mit einer Goldbuchse und sonst nichts. Ja. Aber gut, jetzt wissen wir das ja auch fürs nächste Mal. Okay, ich muss deutlich weiter runter anscheinend. Ich muss bis minus 50 runter. Okay. Ah, das sind Kahn-Sandblöcke hier, glaube ich. Und aus dem Stein, den es hier unten gibt, kann ich ja wahrscheinlich keinen. Hä, was habe ich hier gefunden? Hatte ich mich keine hier. Spitzhacke achso, hier hatte ich mich auch hingebaut. Okay, ich muss mich definitiv jetzt runterbauen. Also, ich muss jetzt erstmal versuchen, hier wieder rauszukommen. Auch wenn ich gerne hier weiter nachgucken würde, was es so gibt, liegt einfach daran, dass ich keine Spitzhacke mehr habe. Das heißt. Es ist für mich etwas komplizierter, hier weiterzukommen, bin ich ganz ehrlich. Ja. So, also I'm coming back. Höhe ein, minus 41. Das ist hier Silber. Ich wollte schon sagen. Silberfische? Nö. Okay, ich bin jetzt auf Höhe minus 41. So, ich bring noch hier 54 Stücke Gold mit und noch so ein paar Nether-Gedönse. Okay, so. Was auch immer man damit machen kann. Nether-Quarz. Dann habe ich hier 54 Goldklumpen. Bestimmt auch nicht schlecht, das zu haben. Bist du schon wieder bei uns? Ja. Ah, cool. Also konntest du ein bisschen was zurückbringen? Ja, ein bisschen, aber leider nicht so viel, wie ich wollte. Ich brauche auf jeden Fall, muss ich mal Stein mitnehmen. Und ich brauche mehr... Ich muss mir eine Spitzhacke noch machen. Weil das war jetzt echt ein bisschen schade. Weil ich kann da ja unbeschadet durchlaufen, wenn du nicht dabei bist. Ach so, ich war jetzt dran schuld. Nee, du warst nicht dran schuld. Aber wenn du halt da durchläufst, dann greifen die dich halt an, weil du keine Goldausrüstung hast. Ja, stimmt. Du könntest da auch unbeschadet durchlaufen, wenn du Goldausrüstung hättest. Hm. So. Wahrscheinlich auch was ist denn das wieder. Eisen, was ich vorhin neu gemacht habe?
Hast du das alles mitgeschleppt oder was? Ein bisschen habe ich mitgenommen, da so viel war da aber nicht. Ja, wo ist denn der Rest? Das waren nur ein paar Stück. Das waren nur 8, 9 Stück, glaube ich, oder so. Ja, und was hast du damit gemacht? Ja, ich habe mir damit Rüstung gemacht. Nicht Rüstung, ich habe mir damit Spitzhacke und sowas gemacht. Ja, und hast du mir auch noch eine dagelassen? Nö, ganz bestimmt nicht. Von dem Eisen, was ich hier wieder mit zurückgeschleppt habe? Oh ja, ich habe auch ganz viel Eisen mitgebracht, was du verloren hast. Ehrlich, Alter. Ja, das Ding ist, ich könnte es jetzt halt gebrauchen zum Abbauen. Ich bin jetzt schon am Ende der Map. Wollt ihr mich jetzt hier veräppeln? Ja. Okay, Leute. Ich denke, für heute reicht es. Also die Unterwelt, also hier die Hölle, ne? War jetzt nicht so von Erfolg geprägt. Hat nicht so gut getan. Nö. Also ich muss mich da definitiv besser vorbereiten und wirklich komplett mit gar nichts hingehen, außer unserer Rüstung und ein bisschen was zu essen. Ja, Leute, das war's. Minecraft Loser, mal wieder eine richtige Loser-Folge. Und zur nächsten Folge gibt es auch eine Änderung, die Dania aber auch noch nicht weiß. Werden wir aber auch machen. So, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschö. Tschö.